Oh, ey. Dahinter leuchtet er, oder ist es meine Taschenlampe? Jess! Süße, bist du da drin? Oh, Jesus! Shit! Oh. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Ey, will er es jetzt einfach da so hängen lassen? Kann das nicht mal untersuchen? Jessica, ach komm schon. Alter. Ich schwöre hoch und heilig, ich mache Ui, es nein, nicht. nein, nein. Oh mein Gott! Oh, ey. Es war so Nein! Ich will mir das nicht. Guck, Nein, nein, nein! nein, mein Du hast das aufgenommen? Ich hatte Alter. Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt? Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? mache ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Mürrisch, gut, du hast gewonnen. Streng dich mehr an, Jess. Nein, mürrisch. Okay, schön. Du gewinnst. Alter. Das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn es dir Was Spaß sind das macht. denn für Leute, die hier die ganze Zeit, vor allen Dingen hier mit diesen... Diese komische Maske da am Start. Alter Verwalter. Ich hasse solche Spiele, ne? Unfassbar. Was war das denn schon wieder? Hat da jemand geschrieben? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Oder so. Hey, wie lang ist denn dieser Weg zur Hütte? Oh, jetzt bitte! Oh, ey! Ich geh kaputt. Ich geh kaputt. Bin ich da jetzt mit der Spreche oder? Nee. Der ist wegen der Steuerung immer so ein bisschen komisch, aber alter Verwalter. Was? Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Die ist toll. Ziemlich runtergekommen. So, da liegt was. Was ist das denn bitte für eine Maske? Alte Maske, Hinweis entdeckt. Das ist doch die Maske, die wir hier schon mehrfach gesehen haben. Erschrecken, Rache, süß, schau dir mal. Zeigen, zeigen. Wir müssen ja überleben hier. Hat jetzt bei den Temperaturen wirklich im Wasser geplanscht? Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig ja. aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf!
Okay, dein Pech. Das ist cool. Gibt's da noch irgendwie was drin? Nee, sonst nichts, sonst eben nur die Maske. So, schauen wir uns hier mal an, was wir bisher gesammelt haben. Schmetterlingseffekt. Verschiedene Dinger hier. Geht dich nichts an. Na? So, man kann sich wieder nochmal alles anschauen. Aber wieso komme ich, kann ich mir denn diese Maske nicht ansehen? Totems, der Unbekannte. Ja, da gibt's halt dieses mystische Symbol. Dieser Hinweis, der gefunden wurde, eine Willkommen-Zurück-Notiz, die an einen Schweinekopf befestigte Briefkopf ist, der einer Strafanstalt. Wir haben hier dieses mystische Symbol, seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Dann haben wir einen ausgedrückten Zigarrenstummel, sieht noch frisch aus, es muss noch jemand auf dem Berg sein. Wir haben in der Mine, wir haben hier an der Lodge außen gesehen, dass die Axt weg ist. Und wir haben hier den Hinweisbrief. So, wir haben 1952, wir haben halt die Maske, eine alte Bergbaumaske. Laut der Beschriftung im Inneren gehört sie einem Bergarbeiter namens Billy Bates. Also es ist eine Bergbaumaske, okay. Gefahrenkarte der Mine haben wir auch. Die Zwillinge, da haben wir ein paar Fotos gefunden. Fotos, dann haben wir hier eine Tattoo-Karte, also so eine Notiz. Ach, jetzt bin ich da schon wieder raus. Unbekannte Zwillinge. Und wir haben hier den Brief gefunden, eine zerknüllte Notiz. Und wir haben dann halt hier eben die Charakter-Infos. So, Totems. Ach so, da haben wir noch eins. Was ist denn da? Eine Bärenfalle. Aber von wem ist das? Ist leider unbekannt. Ja, und ich stürze mich mal weiter hier in die Dunkelheit. Also, privat würde ich sowas echt nie machen. Oh, jetzt bitte! Alter! Mal tief durchatmen hier. Mein Herz pocht die ganze Zeit. Atmet da was? Ja, hier liegt irgendwas tot. Der Elch? Krass. Verdammt. Echt furchtbar. Oh Mann. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hirsch töten, Hirsch beruhigen. Ja, müssen wir töten. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay, okay. Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay. Ekelhaft. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle? Keine Ahnung! Eine Brücke ist hier lang! Hier lang! Mich! Komm hier rüber! Ist ein Bär! Bestimmt ein Bär! Da! Da! Ich glaube nicht, dass das eine... ein Bär war. Nein, sie wird sterben. Scheiße. Jessica, helfen. Alter, was bewegt sich denn da so schnell? Komm schon, wir müssen weiter. Ja, ja. Hey, hol den Schlüssel. Du musst die öffnen. Oh. Oh mein Gott. Das war knapp. Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit.
Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Oh, ey, sag mir nicht, dass das wirklich ein Bär war. Mein Herz pocht immer noch. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Ey, die sind gerade fast ermordet worden. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Wir reden über Sex. Feuer und Beleuchtung. Und Romantik. Ja. Ich würde heulen auf der Couch. So, wir gehen erstmal zum Kamin. Gucken. Eine Lampe. Da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Sehr romantisch, der Typ, ähnlich so wie ich. Da haben wir noch einen Schalter. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Nett. Oh, scheiße. Kacke. Mike. Was? Oh, scheiße. Handy verloren. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ja, finde ich auch, dass wir jetzt nicht da rausgehen sollten. Habe ich schon in die Hose gemacht. So ist das halt manchmal.